Jo, willkommen zu einer weiteren FIFA 14 Prognose. Ein neuer Spieltag steht an, der 22. Heimspiel gegen Dortmund. Und ja, oha, los geht's. Wir sind für Sie ins Stadion gegangen und begrüßen Sie. Mein Name ist Manni Beugmann, neben mir sitzt Frank Buschmann. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Ja, wir sind ins Stadion gegangen, das ist. hört man in den letzten Tagen, Wochen ja auch nicht mehr allzu häufig, wenn es um Hamburg geht. Borussia Dortmund. Da flüchten sie ja wieder alle. So, Dortmund, ja, wir stehen jetzt. Ich stehe noch unter dem Eindruck des letzten Spiels, Braunschweig 2 zu 4. Das muss man sich mal reinziehen. Wir haben hier 2 zu 4 gegen Braunschweig verloren. Ja, der gute Adler hat so ein bisschen noch Anteil daran. Zwei dicke Patzer, die das Ganze eingeleitet haben, wenn man so will. Es sah ja am Anfang noch ganz ordentlich aus, aber ich glaube, das ist Abseits. Lasogga mit dem Kopfballtor. Zu früh losgelaufen. Und zwar in Zweite Halbzeit ging dann wieder gar nichts. Lassen wir uns fast schon von Braunschweig an die Wand spielen. Es ist einfach nur noch unglaublich. Der absolute Sturzflug. Das einzig Gute daran ist, dass die anderen auch nicht so richtig hinterherkommen, richtig weglaufen können. Und ein einziger Sieg würde ja schon fast wieder Nicht-Abstiegsplatz bedeuten. Aber dieser Sieg, der muss ja erstmal eingefahren werden. Gut, wollen wir mal gucken, ob das jetzt hier gegen Dortmund irgendwie was wird. Aber ja, die Prognosen, meine Prognosen sehen ja in der Regel immer deutlich besser aus als die Endergebnisse. In Wahrheit. Ja, ist Bert van Marwijk noch der Richtige? Kann er die Mannschaft dann nochmal da unten richtig einstellen? Ich glaube, so richtig für den Abstieg ist das keiner. Also, wir rennen jetzt von Woche zu Woche, von Niederlage zu Niederlage. Immer schön, was er erzählt, aber so richtig hilfreich war das bisher nicht. Ich glaube, er kann einfach keinen Abstieg. Aber wer soll's machen? Magath. So schnell abgesagt hat, umso schneller oder noch schneller war er plötzlich in Fulham. Ist auch so wieder so eine Sache. Also, ich weiß nicht. Irgendwie vielleicht sogar nicht so verkehrt, dass das nicht geklappt hat. Das hätte erstmal natürlich ein paar Kritiker verstummen lassen. Ja, man hat was getan, man hat alle rausgeworfen, man hat Magath installiert. Aber ob das denn wirklich das die auch auf der Wende gebracht hätte, man weiß es nicht. Denn die letzten Stationen von Magath waren auch nicht so das Gelbe vom Ei. Die zweite Wolfsburg-Zeit, Schalke. Ja, nun will er Fulham aufrichten. Aber auch so ein bisschen komisch, denn er muss ja irgendwie wohl nie richtig vorgehabt haben. Ja, uns zu retten, hier einzusteigen. Wenn man sieht, wie schnell er plötzlich in Fulham angekommen ist. Ein bisschen merkwürdig ist es schon. Ja, ich weiß auch noch nicht, ob Slomka das bringen kann. Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendein Trainer diese Mannschaft nur retten kann. Weil Van Marwijk ist ja jetzt kein schlechter Trainer oder so. Aber vielleicht ist er nicht der Richtige für diese Situation. Oh, der Schuss! Ah, Van der Vaart. Und ja, wir haben im Moment ja auch nicht wirklich Glück. Das kommt einfach irgendwie alles zusammen. Jetzt gegen Braunschweig hat Adler solche Aussetzer. Weil, ich sag mal, unter normalen Umständen hätte man das durchaus wohl erfolgreich gestalten können, das Spiel. Er spielt den Ball zurück zum eigenen. Aber wenn man den Gegner wieder so reinkommen lässt, so einlädt, dann ist es auch gegen Braunschweig keine Kunst zu verlieren. Oh nein. Oh! Ja, so ein blödes Ding da schon wieder. Naja.
Der Mann ist ja, ja. Und mit Recht gilt er als der Mann dieser Mannschaft. Adler hält im Moment ja auch nichts. Ich weiß gar nicht, ob auch... Ich habe jetzt nochmal den Namen Joel gehört, ob das wirklich ein Thema ist. Da war ja schon mal bei uns. Aslan. Hatte natürlich ein paar andere Vorzeichen, war auch gar nicht so schlecht eigentlich. Dann war er auch plötzlich wieder weg. Aber bei unserem Chaos-Vorstand ist das ja auch kein Wunder. Das war ja noch Hoffmanns Ära und da lief das ja eher noch alles in richtigen Bahnen, alles in geordneten Bahnen, sagen wir mal. Richtige Bahnen will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Oh, Adler. Die haben das Ganze ja erst so weit kommen lassen, wenn man so will. Aber jetzt haben sie ja sowieso alle verhindert, dass Magath überhaupt installiert werden kann. Die sogenannten Experten da oben. Jeder klammert sich an seinen Stuhl. Wenn es zum Wohle des Vereins wäre, dann würden die schon lange zurückgetreten sein. Aber da geht es eigentlich nur darum, wer behält die Macht, wer bekommt die Macht. Und bloß nichts zurücktreten. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Oh. Das sieht schon eigenartig aus, aber, und das ist das Entscheidende. Denn es gibt so diverse Personen. Da sind einfach viel zu viele, die was sagen wollen oder glauben, was zu sagen zu haben. Er ist selten verletzt. Und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Das ist nur bei uns so. Zauberwort an dieser Stelle und deshalb für den Gegner. Kein Wunder, dass er so ein Chaos dabei rauskommt. Bender. Ist ja schon der Club der Ahnungslosen genannt. Aslan. Ja, doch nicht so ein Scheiß. Lewandowski. Marco Reus. Auf jeden Fall kann es langsam nicht mehr schlimmer werden. Noch tiefer kann man fast nicht mehr sinken. Na gut, nächste Woche könnte es klappen, dann wären wir Letzter. Denn unter den gegebenen Umständen würde ich nicht behaupten, dass wir auch nur einen Punkt, auch nur irgendwas Zählbares aus dem Spiel gegen Dortmund mitnehmen. Schmelzer. Windogen. Natürlich will ich das nicht so. Ich wünsche mir da jeden möglichen Erfolg, den es irgendwie geht. Ist klar. Wojciechowski bewegt den Ball. Aber nüchtern betrachtet wird das sehr, sehr schwer. So muss man das machen. Oh, hat er nochmal gut aufgepasst. Ja, das muss Ecke geben für den BVB. Die gibt's auch. Ganz schlechte Ecke. Und er erkämpft sich den Ball zurück. Na sogar. Ja, Halbzeit. Naja, 0-1. Alle Möglichkeiten. Ich glaube, es würde schon fast keiner was dagegen sagen, wenn es wirklich so käme. Zur Pause liegen sie hinten. Ist ja schon irgendwie Gewohnheit. Ja, nix, gar nix. Und da läuft. Der Unparteiische vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist. Aber immerhin ist Lasogga wieder da. Haben wir ja schon gesehen jetzt im Spiel, wie wichtig der eigentlich ist. Ist eigentlich der Einzige, der so richtig das vorlebt, was man tun muss im Abstiegskampf. Einsatz. Wille, Laufbereitschaft vor allem auch. Das sieht man nicht häufig bei unseren Jungs. Als hätten die einfach nicht erkannt, was die Uhr geschlagen hat. Und apropos Uhr. Die ewige Uhr, ja. Lewandowski. Könnte auch bald zum Stehen kommen. Die Fans, die sind begeistert über dieses Kombination. Das wäre doch einfach nur grausam. Pass in die Spitze. Schön, das öffnet das Spiel, aber er muss ankommen. Dickmeier. Da steht er. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen. Ja, hat auch mal geklappt. Aslan.
Wegmeier. Asler. Er attackiert ihn, er will den Ball. Ne? Ja, für uns. Jetzt wird gewechselt. Van der Vaart. Oh, der kommt ganz ordentlich, aber. Verteidiger schon fast ein bisschen Panik in den Augen, aber bitteschön, der Ball ist hinten raus. Diekmeyer. Oh, fall doch nicht schon wieder hin. Aber gib einfach auf. Kräfte muss man an der Stelle fragen. Der Ball geht ins Aus. Reus. Rincon. Van der Vaart. Ja, der muss ja auch schon wieder verletzt raus. In Braunschweig. Oder angeschlagen zumindest. Ich habe ihn jetzt trotzdem aufgestellt. Sah jetzt nicht so wild und schlimm aus. Oh. Oh, Adler. Etwas besser als heute. So ist es. Das sieht sehr gut aus, wie die drauf sind. Tja, wie kann es wohl weitergehen? Wechselt der Coach noch mal aus. Ist es dann tatsächlich schon soweit, der Gang in die zweite Liga? Unvermeidbar? Asler. Ich hoffe es natürlich nicht, aber... Nach Dortmund kommen ja noch mal so ein paar direkte Konkurrenten hintereinander weg. Bremen, Nürnberg, Stuttgart. Da müsste doch irgendwie mal... Und wenn es... mit einer Riesenportion Glück ist, ist auch scheißegal. Irgendwie mal einen Sieg bei rausspringen. Oh. Unsicher wirkt das Ganze, aber geklärt. Vielleicht reicht ja auch schon mal ein Unentschieden zu schaffen. Irgendein Erfolgserlebnis. Marcel Janssen. So kann es jedenfalls nicht weitergehen. Schöner Pass. Na Mann. War sogar immer noch torlos bei mir. So rennen wir genauso wie Berlin damals, was sie ja selbst auch nie für möglich gehalten hätten. Einfach blind in die zweite Liga. Woche für Woche die gleichen Parolen. Ja, ja, kann auch nicht sein, schaffen wir. Und am Ende ist man dann plötzlich in der zweiten Liga. Tja, was die Berliner daraus gemacht haben, sieht man ja aktuell. Sind wieder relativ gut aufgestellt. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Gefährliche Flanke. Nee. Flanke ist zwar einigermaßen okay gewesen, aber wahrscheinlich nur deshalb, weil sowieso nichts draus wird. Situation, Freistoß. Wieso das? Oh, es ist schon fast wieder vorbei. Wir tauschen nochmal eben irgendwie irgendwas. Im Grunde kann ich alles austauschen, was wir haben. Geht aber leider nicht. John nochmal. Und Sur. Auch so ein sinnloser Wechsel. Aber mehr haben wir nicht. Wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. So, nun gibt es gleich mehrere Auswechslungen. Die sah im Ansatz gut aus, die Flanke. Aber jetzt hat der Gegner die Kugel. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Ja, lieber kein Risiko. Na, Abstoß. Unnötiges. Deswegen der Ball jetzt im Aus. Van der Vaart.
Rafael van der Vaart, den Niederländer, werden wir heute in der Offensive richtig im Angriff vorne drin für seine Mannschaft sehen. Und ach ja. Dann angewiesen auf Flanken seiner Mitspieler. Ach Gott, nee. Nuri Scheiner. Geht auch irgendwie gar nichts mehr. Oh, guck mal. Geht gar nichts mehr, da schießt van der Vaart nochmal ein Tor. Jawohl. Na, guck an. Schade, dass er sich zuletzt nicht mal so durchgesetzt hat. Sondern eher damit geglänzt hat. Immer nur ausgewechselt zu werden. Ja, naja, schade, aber immerhin ein Treffer. Wird wahrscheinlich zu spät gewesen sein. Oh Gott. Gut gehalten. Nochmal ein bisschen für Chaos sorgen. Na, lauf doch. Oh, das ist super. Ah. Oh, oh, Tor. Ach, knappe Heimniederlage. Ja, man kann da schon fast froh sein, wenn es tatsächlich nur eine knappe Heimniederlage wird. Und nicht wieder einen auf den Sack gibt. Naja. Vielleicht ist das ja aber auch eine kleine Motivation, dass das Ding hier tatsächlich anders verläuft. Nächste Woche sind wir schlauer. So, ja, das war's. Bis zum nächsten Mal.